ESTV, Videos aus der Region. Wie kamen Sie denn überhaupt dazu, Alpakas zu halten? Die Idee kam mir in einem Urlaub. Vor 3 Jahren war ich mit meiner Mutter und mit meiner Tochter im Allgäu am Alpsee. Und da sind diese Alpsee-Bergwelten, glaube ich. Ne? Und ganz oben, die haben Alpakas. Und dann macht man sich ja schlau und kundig und ob man auch die Voraussetzungen hat und was das auch für die Zukunft bedeutet. Ne? Also ich sag mal so in Urlaub gehen und so weiter, ob man darauf verzichten möchte. Und ja, so fing das dann an. Dann ist das so gereift, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir uns ganz lang erkundigt, wo wir die Tiere herhaben möchten. Und ja, dann sind wir durch Zufall auf eine Züchterin gekommen, die das schon seit 20 Jahren betreibt in Bad Waldsee. Und die hat dann extra für uns nochmal ihre Stuten decken lassen. Und dann waren wir im Prinzip vom ersten Tag an dabei, wo die auf der Welt waren. Und mit 8 Monaten haben wir sie dann geholt, sozusagen. Also ja. Genau. Und was ist der Grund, warum die Alpakas hier sind? Also wollen sie mit denen Spaziergänge machen? Oder also in erster Linie sind sie für mich da, für meine Familie. Und aufgrund der Nachfrage haben wir jetzt beschlossen, dass wir sie so ein bisschen auch für die Öffentlichkeit hergeben. Die meisten möchten ja eigentlich in erster Linie die Tiere nah einfach erleben, Alpakas treffen, streicheln, vielleicht Fragen stellen, Fotos machen. So die Nachfrage ist eigentlich am meisten da. Also es wird vorab besprochen, was sich derjenige wünscht und was ihm wichtig ist und was wir dann ihm ermöglichen können. Und dann eben, ich sag mal, kleine Spaziergänge, also große Wandertouren. Gibt jetzt das Gelände nicht her, sage ich jetzt mal, aber so kleine Waldspaziergänge, das auf jeden Fall auch oder einfach individuell. Man hört ja, dass Alpaka jetzt gar nicht so unbedingt Menschentiere sind. Worauf müsste man jetzt da achten? In erster Linie sind es ja keine Streicheltiere und sie möchten jetzt auch nicht verknuddelt werden. Es gibt aber ein paar Ausnahmen in der Herde, die das durchaus tolerieren und es tatsächlich auch gar nicht unangenehm finden. Die legen sich dann auch hin und finden das schön. Und ja, also wenn da jetzt einer dabei ist, der jetzt den Wunsch hat, ein Tier zu haben, was man auch mal richtig schön durchkraulen kann, dann kriegt er eben auch dann das passende Tier. Wir haben auch welche dabei, die mögen es nicht und die müssen es nicht. Von Natur aus gibt es untereinander eigentlich keine Berührung. Also die kuscheln nicht miteinander. Sie tun nicht mal ihre frisch geborenen Fohlen im Prinzip trocken lecken. Also da gibt es auch keine Berührung. Schön. Durch Zufall habe ich das eigentlich entdeckt, ne? Wenn man so die Eimer ausspült und die Behälter voll macht. Und irgendwann standen sie da und ein paar fanden es ganz toll, nicht alle. Und nach fanden es jetzt alle toll im Prinzip. Die freuen sich richtig auf die Dusche. Alpakas kommen ja nicht von hier her, also kommen eher aus den Anden. Was brauchen die denn, um sich hier wohlzufühlen? Oder sind die sehr anpassungsfähig? Karge Kost, sage ich jetzt mal. Das sind sie ja, so sind sie genetisch im Prinzip gemacht. Und ja, kein Obst, kein Brot. Also in erster Linie Raufutter, also dass sie im Prinzip das ganze Jahr Heu zur Verfügung haben und ja, nicht allzu saftige Wiesen. Sie sind meistens draußen, aber ein Unterstand sollte auf jeden Fall da sein. Also das ist schon wichtig. Also nachts gehen sie rein und wie gesagt, wenn einfach schlechtes Wetter ist, wenn es stürmisch ist, wenn es regnet, also oder eben sehr heiß, dann gehen die mittags da rein, machen sie Siesta. Alpakas müssen ja auch geschoren werden. Was machen sie denn dann mit der Wolle? Also verwenden sie die selber oder verkaufen sie die? Es ist so, wir haben ja jetzt die erste Schuhe erst von den Alpakas, also von unseren 5, weil die anderen 2, die haben wir schon geschoren gekauft. Und es ist so, die Baby-Alpaka-Wolle, die ist sehr klettig. Also da verfängt sich Heu und einfach, ne, das verfängt sich da einfach. Weil die oberste Schicht ist ja die Schicht, die im Mutterleib gewachsen ist. Und das Fruchtwasser, ja, irgendwie zersetzt es wohl ein bisschen. Also es wird sehr klettig. Man kann nicht viel draus machen. Ich habe jetzt beschlossen, dass wir da einfach das dann für die Kinder einfach nutzen. Also ich habe jetzt so Kartierplatten und
habe Wollfarben und da machen wir jetzt einfach Kinderfilzen mit. Oder die Kinder kriegen einfach ein bisschen was mit, dass sie sowas mit heimnehmen können von der Erinnerung zum Anfassen.